Dann lernen wir gleich noch etwas kennen, was auch sehr viel mit der Anwendung zu tun hat. Allerdings werde ich Ihnen da nicht sofort eine Anwendung sagen. Ich sage Ihnen aber, warum wir dieses Kapitel machen. Das ist ein relativ kurzes Kapitel. Ich werde Ihnen hierzu keine konkrete Anwendung sagen, aber der Grund, warum dieses Kapitel überhaupt vorkommt, ist, dass ich das mit Herrn Martini abgesprochen habe. Sie haben ja im vierten Semester Kryptographie und da braucht man an verschiedenen Stellen den chinesischen Restsatz. Und der passt halt sehr gut zu dem, was wir gerade machen, modulare Arithmetik und so weiter. Und an dieser Stelle wissen wir genug, um ihn zu verstehen. Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte und da kann man auch nochmal üben, mit modularer Arithmetik zu rechnen, was wir die ganze Zeit ja machen. Der heißt chinesischer Restsatz, weil er aus dem 3. Jahrhundert ungefähr kommt, aus China, von einem chinesischen Mathematiker namens Sun Tzu, über den ich Ihnen sonst leider nicht viel erzählen kann. Ich weiß nichts über den, aber das war wohl der Erste, der dieses Verfahren mal entdeckt hat. Und über die Jahrhunderte ist dieser chinesische Restsatz eigentlich immer in Form von solchen lustigen Geschichten weitergegeben worden, die dann relativ unrealistisch ungefähr so funktionieren. Eine alte Frau verkauft auf dem Markt immer Eier und geht mit einem Korb voller Eier auf den Markt und dann kommt ein edler Ritter geritten und passt nicht richtig auf und reitet die Frau um. Der Frau passiert zum Glück nichts, aber der Korb mit den Eiern ist komplett zerstört, weil das Pferd da drin rumgepatscht ist. Und dann fragt der Ritter, weil das ja ein edler Ritter ist, wie viele Eier sie denn dabei hatte. Die würde er natürlich gerne ersetzen oder er würde ihr den Geldwert dafür geben. Und die Frau weiß gar nicht mehr, wie viele Eier sie dabei hatte, aber sie weiß noch, wenn ich die Eier in Dreiergruppen gezählt habe, dann blieb eins übrig. Und wenn ich die Eier in Fünfergruppen gezählt habe, dann blieben zwei übrig und lauter so komische Sachen. Und dann sagt der Ritter, Moment, daraus folgt, du hast so und so viel Eier gehabt. Also total realistische Geschichte. Daran kann man aber gut erkennen, wie der chinesische Restsatz eigentlich funktioniert. Also wenn die alte Dame zum Beispiel sagt, wenn ich die Eier in Dreiergruppen aufgeteilt habe und dann blieb immer eins übrig, dann bedeutet das ja in unsere moderne Schreibweise übersetzt, sie hatte x Eier und x ist kongruent zu 1 modulo 3. Das bedeutet, sie nehmen den ganzen Korb, packen die alle in so Dreier-Eierkartons und dann bleibt eins übrig. So. Und dann hat sie gesagt, wenn ich die in Vierer-Kartons gepackt habe, ist auch eins übrig geblieben. Darum wusste sie das überhaupt noch. Sie hat nämlich morgens da gesessen und wollte das schön alles gleichmäßig in Kartons packen. Dreier ging nicht, blieb immer eins übrig. Vierer ging auch nicht, blieb immer eins übrig. Dann hat sie geguckt und hat gesagt, ich habe ja noch Fünfer-Kartons, kam leider auch eins raus, das heißt, da blieb auch ein Ei übrig. Dann ist sie in den Keller gegangen und hat ihre 7er Eierkartons geholt. Und da kam dann endlich 0 raus. Das heißt, wenn sie die auf 7er Kartons verteilt hat, dann war das schön gleichmäßig verteilt und es blieb kein Ei übrig. Und was der edle Ritter jetzt wissen möchte, ist, was ist x? Also gibt es eine Zahl x, die all diese 4 Kongruenzen gleichzeitig erfüllt? Das sind ja keine Gleichungen, sondern Kongruenzen. Darum nennt man sowas auch nicht ein Gleichungssystem, sondern ein Kongruenzsystem. Und der chinesische Restsatz sagt jetzt, erstens, unter bestimmten Bedingungen, die wir gleich lernen werden, kann man so ein Kongruenzsystem immer lösen. Und zweitens sagt er uns auch, wie das geht. Und damit wir verstehen, wie das geht, werden wir uns jetzt mal ganz langsam an die Sache rantasten. Und zwar so, dass wir erstmal statt 4 Kongruenzen nur eine lösen. Das ist super easy, das können Sie alle schon. Dann überlegen wir uns, wie kann man 2 Kongruenzen gleichzeitig lösen. Das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Und wenn wir das verstanden haben, dann verallgemeinern wir dieses Lösen von 2 Kongruenzen gleichzeitig dazu, dass man dann auch 3, 4, 5 oder wie viele man immer möchte gleichzeitig lösen kann. Also wir fangen erstmal mit der einfachsten Variante an und sagen uns erstmal nur eine Kongruenz. Also ich schreibe mal eine hin. Eine von den Eiergleichungen, die wir da eben hatten. Wie könnte man sowas lösen? Ja, haben Sie einen Vorschlag? Wenn Sie jetzt der Ritter wären und Sie wären ein bisschen geizig, würden Sie dann 16 nehmen?
Eins, ne? Ja. Also so ein richtig geiziger Ritter würde sagen, dann hast du wohl nur ein Ei dabei gehabt. Ne? Wäre ich jetzt als alte Frau so ein bisschen erzürnt. Aber was wir schon gesehen haben, es gibt natürlich mehrere Lösungen. Können wir uns gleich mal so grafisch auf den Zahlenstrahl hinmalen. Also eins wäre eine Lösung. Und 2, 3, 4, 5, 6 wäre eine Lösung. 7, 8, 9, 10, 11 wäre eine Lösung. Und so weiter. Also, wenn ich nur eine Kongruenz lösen muss, ist das relativ leicht. Ich finde eine zum Beispiel durch Probieren oder ich fange einfach mit dem Rest an, der da steht. Das löst das Ding auf jeden Fall. Und dann kann ich in diesem Fall in 5er Schritten, das hängt immer von dem Modul ab, weitergehen und finde noch unendlich viele andere Lösungen. Okay, also der Fall ist einfach. Jetzt lösen wir zwei Kongruenzen. Also nehmen wir mal x ist kongruent zu 1 modulo 3 und x ist kongruent zu 2 modulo 5. Sie könnten jetzt das Ganze versuchen, im Kopf mit Probieren zu lösen, aber lassen Sie mich mal stattdessen, oder machen wir das vielleicht, machen wir es doch. Man könnte das zum Beispiel so machen, dass man die erste erstmal löst und dann kriegt man so einen ganzen Haufen Lösungen für die erste. Also fangen wir mal, müsste ich vielleicht mal farblich markieren. Diese hier machen wir mal rot und die werden wir nachher grün machen. Hier fange ich mal an, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, das wird ja wohl hoffentlich reichen. Also, wenn ich nur die erste Kongruenz lösen will, dann wäre für den geizigen Ritter 1 eine gute Lösung. Wenn man ein bisschen mehr springen lassen will, könnte man 4 nehmen. Und jetzt können Sie in 3er Schritten weitergehen. Und jetzt können Sie, nachdem Sie sich so ein paar Lösungen aufgeschrieben oder hingemalt haben, das gleiche für die zweite Kongruenz machen und können sagen, okay, da wäre 2 die kostengünstigste Lösung für sparsame Ritter. Jetzt gehen Sie 5 weiter, 1, 2, 3, 4, 5 und zack, schon haben Sie einen Punkt gefunden, der für beides passt. Das heißt, Sie könnten sagen, 7 wäre eine Möglichkeit. Denn 7 geteilt durch 3 bleibt der Rest 1, 7 geteilt durch 5 ist der Rest 2, das ist das, was Sie haben wollen. Ne? Ich könnte jetzt aber auch noch weitermachen, könnte wieder 5 Schritte weitergehen, 1, 2, 3, 4, 5, dann lande ich hier und nochmal 5, 1, 2, 3, 4, 5, dann lande ich hier. Also nach etwas Bildschirmzauberei kann ich jetzt hier weitermachen, ich war jetzt hier an der Stelle 17, und jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, dann komme ich hier bei der 22 an. 22, wenn ich das durch 5 teile, bleibt der Rest 2. Und wenn ich 22 durch 3 teile, habe ich 21 plus 1, also bleibt der Rest 1. Das ist also auch eine Lösung. Ich habe also hier was und hier was. Das wäre eine Möglichkeit, zwei Kongruenzen zu lösen, indem ich so eine Art Probierverfahren mache, bis die sich irgendwann treffen. Wir werden gleich nach der Pause sehen, dass es eine bessere Lösung gibt. Wir werden nämlich gleich sehen, dass zum Beispiel die Zahl 10, die ja eine rote Lösung ist, uns viel mehr hilft als diese Doppelkringel, die wir da haben. Aber vor der Pause will ich Ihnen noch eine Frage stellen. Der Abstand zwischen diesen beiden blau markierten Lösungen hier, wie groß ist der und hätten Sie das vorher sagen können, wie groß der Abstand ist? Ja? Ja. Und das ist genau 3 mal 5. Also 3 mal, also 3 mal, also Modul 1 mal Modul 2, sagen wir so. Nee, also genau 3 mal 5 ist eigentlich die richtige Antwort, weil um von der einen Lösung zur anderen zu kommen, müssen Sie ja in sozusagen in roten Sprüngen gehen können. Das heißt, Sie müssen in 3er Schritten nach rechts gehen. Sie müssen aber auch in grünen Schritten von der einen Lösung zur anderen kommen. Das heißt, von der ersten Zahl, das ist ja 7, zur zweiten Zahl 22 kommen Sie in 3er Schritten, mit anderen Worten 22 minus 7 muss durch 3 teilbar sein. Gleichzeitig müssen Sie aber auch in 5er Schritten hinkommen, das heißt 22 minus 7 muss durch 5 teilbar sein.
muss also durch 5 und durch 3 teilbar sein. Und weil 3 und 5 zufällig oder vielleicht nicht zufällig, werden wir noch sehen, teilerfremd sind, ist die kleinste Schrittweise, die geht 15. Das bedeutet aber auch, wir wissen jetzt auch gleich, was die nächste gemeinsame Lösung ist. Was kommt denn nach 22? 37. Da haben Sie einfach 22 plus 15 gerechnet, ne? Und dann würden wir hinter der 37 kommen, wieder 15 dazuzählen und so weiter und so weiter. Bevor wir uns an die allgemeine Lösung dieses Problems begeben, will ich Ihnen vorher noch mal eine andere Frage stellen. Wenn ich das gleiche Kongruenzsystem nehme, was hier schon steht, aber ich darf statt 3 oder 5 2 andere Zahlen nehmen, können Sie das so hinkriegen, dass man garantiert keine Lösung finden kann? Wenn man das so macht, nur so als kleiner Denkanstoß mal, dann ist es bei der ersten Zahl, also für die erste Kongruenz brauchen Sie eine Zahl, die kongruent modulo 1 zu 2 ist. Das heißt, das sind die Zahlen 1, 3, 5, 7, also einfach alle ungeraden Zahlen. Bei der zweiten Gleichung kommen alle Zahlen raus, die kongruent zu 2 modulo 4 sind. Das heißt, das sind die Zahlen 2, 6, 10, 14, das sind alles gerade Zahlen. Es ist unmöglich, eine Zahl zu finden, die beide Kongruenzen löst. Das heißt, das geht nicht immer. Ja? Und bei dem Beispiel, was wir eben hatten, 3 und 5, geht es, wie wir sehen werden, weil diese beiden Zahlen teilerfremd sind. Also das können wir uns schon mal merken. Wenn die beiden Zahlen nicht teilerfremd sind, wie in diesem Fall 2 und 4, dann können wir eventuell ein Kongruenzsystem basteln, für das man gar keine Lösung finden kann. Der chinesische Restwertsatz gilt nur unter einer Voraussetzung, nämlich dass diese Zahlen, die da hinten stehen, also die Modulen, alle zueinander teilerfremd sind. Und wir werden jetzt gleich, wenn wir die Lösung entwickeln, sehen, dass man an einer ganz bestimmten Stelle halt auch braucht, dass die teilerfremd sind und dass das dann sonst nicht klappt. Also wir waren an dieser Stelle stehen geblieben und wir hatten schon rausgefunden, eine Möglichkeit, das zu lösen, ist sozusagen durchprobieren. Ich nehme erstmal eine Reihe von Lösungen der ersten Kongruenz, die roten Punkte. Ich nehme eine Reihe von Lösungen der zweiten Kongruenz, die grünen Punkte, und gucke, wann die sich treffen. Und dann, wenn ich einen habe, weiß ich, ich kann in diesem Fall in 15er Schritten, weil 3 mal 5, nach links oder rechts gehen und finde noch weitere Lösungen. Ich könnte jetzt auch zum Beispiel 15 nach links gehen, dann würde ich bei minus 8 landen, das ist auch eine Lösung. Denken Sie daran, dass wir das ja auch mit negativen Zahlen schon gemacht haben. Ich hatte Ihnen vor der Pause aber schon gesagt, dass es eigentlich hier Zahlen gibt, die interessanter sind. Und zwar würde ich gerne mir mal, fangen wir mal an mit der Zahl 10, die würde ich mir gerne mal rausgreifen. Was ist an der Zahl 10 besonders? Die Zahl 10 ist rot, das heißt, sie ist eine Lösung der ersten Kongruenz. Ich schreibe das mal auf. 10 löst die erste Kongruenz. Die 10 hat aber noch eine weitere Eigenschaft. Die Zahl 10 ist durch 5 teilbar. Und die 5 ist ja ein Modul der zweiten, das Modul der zweiten Kongruenz. Also 10 ist durch 5 teilbar. Was bedeutet das? 5, vielleicht mache ich das auch nochmal deutlich farblich, das ist diese hier. Also 10 ist das durch das Modul der anderen Kongruenz teilbar. Das bedeutet, wenn ich eine Lösung der zweiten Kongruenz, also eine grüne Lösung habe, zum Beispiel die 7, und addiere dazu die 10, diese gelbe Zahl, dann ist das Ergebnis wieder eine grüne Lösung, weil das Ding ja durch 5 teilbar ist und das bedeutet, ich gehe in 5er Schritten weiter. Ne? Also man kann sagen, die 10 verhält sich sozusagen neutral gegenüber den Lösungen der anderen Kongruenz. Wenn ich schon eine grüne Lösung hätte, dann könnte ich dazu ruhig 10 oder mehrfach 10 addieren und würde die Eigenschaft, eine Lösung zu haben, nicht verlieren. Und so eine Zahl suche ich mir jetzt auch bei den grünen Lösungen. Die gehe ich jetzt mal durch. Da habe ich hier die 2, dann habe ich die 7, dann habe ich hier als nächstes die 12, diese hier. Was kann ich über die 12 sagen? Die 12 löst die zweite Kongruenz, weil es einer von den grünen Kringeln ist, aber die 12 ist auch durch das Modul der ersten Gleichung teilbar, also in diesem Fall durch 3 teilbar.
das mache ich nochmal, um es deutlich zu machen, rot. Und jetzt kann ich den gleichen Gedankengang nur mit vertauschten Rollen machen, wie eben, wenn ich eine rote Lösung habe, zum Beispiel die 7, die da markiert ist, dann kann ich zu dieser roten Lösung ruhig 12 addieren und kriege wieder eine rote Lösung, weil ich ja in Dreier-Schritten weitergegangen bin. Also, die 10 löst die erste Kongruenz, ich kann sie aber ohne Schaden zu Lösungen der zweiten Kongruenz dazu addieren. Die 12 löst die zweite Kongruenz, ich kann sie aber ohne Schaden anzurichten zu Lösungen der ersten Kongruenz dazu addieren. Das bedeutet, 10 plus 12 muss eine Lösung von beiden Kongruenzen sein. Denn 10 plus 12 kann ich ja auf zwei Arten schreiben. Ich kann schreiben 10 plus 12 oder ich kann schreiben 12 plus 10. Wenn ich es als 10 plus 12 schreibe, dann heißt das, ich fange mit einer Lösung der ersten Kongruenz an und addiere ein Vielfaches von 3 dazu. Also bleibt das eine Lösung der ersten Kongruenz. Das heißt, dieses Ding löst die erste Kongruenz. Oder ich schreibe es als 12 plus 10, dann heißt das, ich fange mit einer Lösung der zweiten Kongruenz an, 12, und addiere ein Vielfaches von 5 dazu. Das bleibt eine Lösung der zweiten Kongruenz. Komme ich aber in beiden Fällen auf die gleiche Zahl. Darum muss diese Zahl, die ich rausbekomme, beide Kongruenzen lösen. Und das ist eigentlich schon der geheime oder nicht so geheime Trick des chinesischen Restwertsatzes. Sie versuchen, Lösungen für die einzelnen Kongruenzen zu finden, aber nicht irgendwelche Lösungen, sondern solche, die sich gegenüber den anderen Kongruenzen neutral verhalten. Ja? Also Sie würden jetzt, wenn Sie da jetzt systematisch rangehen, würden Sie sagen, ich kümmere mich erstmal nur um die erste Gleichung hier und ich finde dafür eine Lösung, aber nicht irgendeine, sondern eine, die gleichzeitig durch 5 teilbar ist. Wie wir das machen, zeige ich Ihnen gleich. Und dann sagen Sie, nachdem ich die gefunden habe, die merke ich mir, kümmere ich mich um die zweite Kongruenz und finde eine Lösung, die nicht nur die zweite Kongruenz löst, sondern gleichzeitig auch durch 3 teilbar ist. Und wenn ich dann beide Lösungen habe, brauche ich die nur noch zu addieren, dann habe ich etwas, was beide löst. Und das Verfahren können Sie dann auch auf 3, 4, 5 ausdehnen. Und wir machen es vielleicht mal gleich für 3, weil das Verfahren im Prinzip immer gleich ist. Also jetzt ein komplettes Beispiel für 3 Kongruenzen. X soll kongruent zu 1 modulo 3 sein. X soll kongruent zu 2 modulo 5 sein. Und X soll kongruent zu 4 modulo 7 sein. Zunächst mal sehen wir, 3, 5 und 7 sind jeweils zueinander teilerfremd. 3 und 5 sind teilerfremd, 5 und 7 sind teilerfremd, 3 und 7 sind teilerfremd. Sowas wollen wir auch haben und wir werden auch gleich sehen, dass wir das brauchen. So, was hatten wir jetzt gesagt? Ich nummeriere die mal durch. Wir fangen damit an, dass wir etwas haben wollen, was die erste Kongruenz löst. Aber das soll nicht irgendeine Zahl sein, sondern das soll eine Zahl sein, die in der zweiten und dritten Kongruenz nichts kaputt macht. Damit sie in der zweiten Kongruenz nichts kaputt macht, muss sie ein Vielfaches von 5 sein. Damit sie in der dritten Kongruenz nichts kaputt macht, muss sie ein Vielfaches von 7 sein. Das heißt, was wir suchen, ist eine Zahl, ich schreibe die mal so hin, die soll ein Vielfaches von 5 sein und ein Vielfaches von 7, also sieht die irgendwie so aus. Und gleichzeitig soll sie aber die erste Kongruenz lösen, also sowas hier suchen wir. Ja? Sieht auf den ersten Blick erstmal schwierig aus, ist aber gar nicht so schwierig. Denn, das ist das Gleiche, was wir vor der Pause gemacht haben. Links steht die Zahl 5 mal 7 ist 35, rechts steht die Zahl 3. Diese beiden Zahlen sind teilerfremd. Das heißt, wir wissen, erweiterter euklidischer Algorithmus, dass es so eine Zahl geben muss. Ja? Also wenn wir sie nicht gleich sehen, die Lösung, dann wird sie auf jeden Fall lösbar sein, wegen der Teilerfremdheit. Das ist die Stelle, wo die Teilerfremdheit ins Spiel kommt. In diesem Fall sind die Zahlen so klein, dass wir uns viel Arbeit sparen können, indem wir probieren. Das Erste, was wir uns überlegen sollten, ist, diese Gleichung, die da jetzt steht, die spielt ja sozusagen eigentlich in Z3. Das heißt, ich kann hier jetzt im Prinzip sagen, eigentlich möchte ich in Z3 die Gleichung 35 mal x1 gleich 1 lösen. Aber für 35 kann ich in Z3 ja was anderes schreiben. Für 35 schreibe ich doch lieber was?
2, ne? Jetzt sieht das Ganze nicht mehr so schwer aus, oder? Jetzt dürfen Sie nicht vergessen, es gibt ja nur drei Zahlen in Z3. 0, 1 und 2. Eine von denen muss es sein. Ja? Nach dem, was wir uns vorhin überlegt haben, muss das Ding eine Lösung haben, weil die Teiler fremd sind. Also das Einzige, was Sie jetzt noch machen müssen, ist, Sie müssen nacheinander für x1, 0, 1 und 2 einsetzen. Eine von diesen Zahlen muss die Lösung sein. 0 kann es nicht sein, weil 2 mal 0, 0 ist. 1 kann es auch nicht sein, weil 2 mal 1, 2 ist. Also muss es ja wohl 2 sein. Nachrechnen, 2 mal 2 ist 4, ist 1. Also wir bekommen hier als Lösung x1 gleich 2. Und ich schreibe mal dazu, durchprobieren oder mit dem guten alten Euklid. So, und jetzt setzen Sie wieder in das ursprüngliche ein. Sie wollten ja eigentlich eine Lösung haben, die ein Vielfaches von 5 und von 7 ist. Das heißt, wenn Sie dies beides jetzt zusammenfassen, das hier und das, dann bekommen Sie raus 5 mal 7 mal 2. Das ist 35 mal 2, also 70. Die merken wir uns erstmal. Diese 70 ist jetzt eine Lösung der ersten Kongruenz. Sie ist aber gleichzeitig ein Vielfaches von 5 und auch noch ein Vielfaches von 7, sodass wir sie, ohne Schaden anzurichten, zu den anderen Kongruenzen dazu addieren können. Und das Gleiche, was wir jetzt gemacht haben, machen wir einfach noch zweimal. Dann müssen wir das gleiche Spielchen nur wiederholen. Das heißt, wir wollen jetzt die zweite Kongruenz lösen. Wir suchen also irgendwas, wo steht, ist kongruent zu 2 modulo 5. Das Ding soll die erste Gleichung nicht stören, also muss es ein Vielfaches von 3 sein. Es soll die dritte Gleichung nicht stören, also muss es ein Vielfaches von 7 sein. Also sieht das ganze Ding irgendwie so aus. Irgendeine Zahl x2, die ich noch finden muss. 3 mal 7 mal x2 muss kongruent zu 2 modulo 5 sein. Das Ganze sieht auch erstmal wieder schlimmer aus, als es ist, weil ich das Ganze in Z5 umschreiben kann. Ausgeschrieben steht hier 21 mal x2 gleich 2. Aber statt 21 schreibe ich was? 1. Dann sieht das Ganze überhaupt nicht mehr schlimm aus. Da steht hier einmal x2 gleich 2. Dann wissen wir sofort, was rauskommt. Diese Sache hat noch eine Sache, die es ein winziges bisschen konzeptionell schwieriger als den ersten Fall macht. Hier steht auf der rechten Seite nicht 1. Das heißt, hier oben, wenn Sie sich diese Gleichung hier anschauen, müssen Sie den Kehrwert von der 2 ausrechnen. Das haben wir vor der Pause mit Euklid gemacht. Hier müssen Sie einen Kehrwert ausrechnen und dann nochmal 2 nehmen, weil auf der rechten Seite ja nicht gleich 1 steht, sondern gleich 2. Aber das ist im Prinzip nur Division, die wir hier machen. Ne? Also Sie machen die ganze Zeit eigentlich nichts weiter als Division. Und ich wiederhole es nochmal, bei kleinen Zahlen ist der beste Tipp immer einfach probieren, weil es so wenige Zahlen sind. Bei größeren Zahlen können Sie immer das mit dem euklidischen Algorithmus machen. Also hier sieht man sofort, dass die Antwort x2 gleich 2 ist. Und jetzt können Sie wieder das hier, damit haben Sie angefangen, und das hier zusammenbauen. Und dann bekommen Sie 3 mal 7 mal 2. Das ist, 42, schauen Sie mal an, da kommt 42 raus. So, und jetzt der dritte Fall. Wir wollen die letzte Kongruenz lösen. Wir suchen also irgendwas, was kongruent zu 4 modulo 7 ist. Das soll die erste Gleichung nicht stören, also muss es ein Vielfaches von 3 sein. Es soll die zweite Gleichung nicht stören, also muss es ein Vielfaches von 5 sein. Also muss es so aussehen. Irgendwas mal 3 mal 5 soll kongruent zu 4 modulo 7 sein. Und jetzt, wir können das jetzt alles abschreiben. Wir gehen über zu Z7, dann haben wir die Gleichung 15 mal x3 ist gleich 4. Statt 15 schreiben wir natürlich, weil wir in Z7 rechnen, 1. 15 ist ja 1. Und dann müssen wir eigentlich gar nichts mehr tun. Dann kommt hier 4 raus. Und dann können wir diese beiden Schritte zusammenfassen und bekommen als Ergebnis 3 mal 5 mal diese 4, die wir da eben ausgerechnet haben. Das ist 60. Was machen wir jetzt mit diesen drei Zahlen? 70, 42 und 60? Die addieren wir alle. 70 plus 42 plus 60. 17, 60 ist 130 und 42 dazu ist 172, oder? Wollen wir mal gucken, ob das richtig ist. Hier ist 172. 172 geteilt durch 3.
Jetzt müssen wir mal, wir haben ja diese Teilbarkeitsregeln gelernt. 171 muss durch 3 teilbar sein, weil die Quersumme 9 ist. 172 ist 171 plus 1, also das stimmt schon mal, kommt 1 als Rest raus. 172 durch 5, das ist natürlich einfach, weil das 170 plus 2 ist, also ist der Rest 2. Durch 7 ist ein bisschen schwieriger. 172 durch 7, 140 ist durch 7 teilbar, also bleiben noch 32 übrig. 28 ist durch 7 teilbar, bleiben noch 4 übrig und 4 wollten wir auch haben. Also 172 stimmt. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie seien der alte Ritter, der edle Ritter, von dem ich Ihnen am Anfang erzählt habe. Und die Marktfrau hätte erzählt, wenn ich durch 3 teile, kommt 1 raus, wenn ich durch 5 teile, kommt 2 raus und wenn ich durch 7 teile, kommt 4 raus. Würden Sie jetzt 172 Eier ersetzen? Ja? Das würde ich theoretisch 3 mal 5 mal 7 rechnen können und das abziehen. Aha, genau. So wie wir das oben auch gemacht haben, wir haben ja gesehen, dass wir hatten hier 2 Kongruenzen und wir haben gesehen, wir konnten von der 7 zur 22 in 15er Schritten springen, mal 3 mal 5. Jetzt haben wir 3 Gleichungen, das heißt, die Schritte, in denen wir von einer Lösung zur anderen wechseln können, sind 3 mal 5 mal 7. 3 mal 5 mal 7 ist 105. Das heißt, wenn ich 105 nach rechts oder 105 nach links gehe, dann finde ich da auch wieder Lösungen. Das heißt, statt 172 Eier ersetzen Sie ihr wie viele? 7. Noch weniger. Klingt besser, ja. Also erstmal wollen wir festhalten, das ist eine Lösung. Also dieses Verfahren, chinesischer Restsatz, was wir uns eben angeschaut haben, bringt Ihnen unter der Voraussetzung, dass die Modulen alle talerfremd sind, immer mindestens eine Lösung. Wie das geht, haben wir eben gesehen. Wir suchen uns für jede einzelne Kongruenz eine Lösung und suchen uns die so, dass die jeweils die anderen nicht stört. Dann kriegen wir eine Lösung. Das ist aber nicht garantiert die kleinste positive oder sowas, das ist halt nur eine Lösung. Und was wir jetzt machen können, ist, wir können sagen, 3 mal 5 mal 7 ist 105 und das bedeutet, das heißt, alle 105 Schritte sozusagen, gibt es weitere Lösungen. Also kann ich zum Beispiel 172 minus 105 rechnen, dann gehe ich 105 Schritte nach links, da muss auch eine Lösung sein und die hatten Sie eben schon ausgerechnet, ist 67. Das heißt, wenn Sie ein bisschen Geld sparen wollen, dann gehen Sie davon aus, dass die alte Dame nur 67 Eier in ihrem Korb zum Markt getragen hat. 172 Eier ist doch viel zu schwer für so eine alte Dame. Das werden 67 gewesen sein. Auch eine Lösung. Ja, das ist eigentlich schon alles, was man über den chinesischen Restsatz wissen muss. Also Sie haben ein System von Kongruenzen, das können 3 sein, wie hier, das können aber auch mehr als 3 sein, wie zum Beispiel bei diesem ursprünglichen Problem da, was da oben steht. Die Zahlen, die hinten stehen, also die Modulen, die müssen alle untereinander teilerfremd sein. Das müssen nicht alles Primzahlen sein. Zum Beispiel hier ist eine von den Zahlen 4. Das ist keine Primzahl. Wichtig ist, dass die zueinander alle, man sagt auch, relativ prim sind. Das ist ein anderes Wort für teilerfremd. Also die verhalten sich zueinander, wie Primzahlen sich zueinander verhalten. Wenn diese Voraussetzung gegeben ist, können Sie so ein System immer lösen. Und wie man das löst, haben wir gesehen. Man sucht sich erstmal, wenn man zum Beispiel 4 Kongruenzen hat, 4 einzelne Lösungen, sucht aber nicht irgendeine Lösung, sondern findet immer Lösungen, die Vielfache von allen anderen Moduli sind, weil man sie dann nicht zu den anderen dazu addieren kann. Das heißt, hier würde man damit anfangen, für die erste Gleichung sucht man etwas, für die erste Kongruenz sucht man etwas, was einerseits kongruent zu 1 modulo 3 ist, aber andererseits gleichzeitig ein Vielfaches von 4 und 5 und 7 ist. 4 mal 5 mal 7 ist 140, das heißt, Sie suchen ein Vielfaches von 140, was, wenn man es durch 3 teilt, den Rest 1 hat. Das klingt erstmal schwer, aber wir haben gesehen, wenn man das Ganze auf Z3 runterbricht, wird das auf einmal eine super leichte Aufgabe, in der man einfach so ein bisschen rumprobieren kann. Und dann haben Sie so eine Zahl. Das Gleiche machen Sie für die zweite, für die dritte, für die vierte Kongruenz, kriegen Sie insgesamt 4 Zahlen, die addieren Sie alle, haben Sie eine Lösung.
Das ist nicht unbedingt die beste Lösung im Sinne von kleinste Positive, aber es ist eine. Und Sie wissen dann auch, wo andere Lösungen zu finden sind. In diesem Fall nehmen Sie 3x, 4x, 5x, 7 und das ist die Schrittweite, in der Sie nach rechts oder links gehend weitere Lösungen finden würden.